Hallo alle zusammen, heute mal ein Random Dice Video auf Deutsch. Ich habe in den Kommentaren gesehen, öfters, wieso ich nicht Videos auf Deutsch mache. Heute habe ich wiederum nochmal ein Video gesehen, Kommentar gesehen, wo einer meinte, wieso machst du deine Videos nicht zusätzlich auf Deutsch? Das ist wiederum was anderes. Das heißt, ich mache meine Videos immer noch im Weiteren auf Englisch und mache nochmal ein extra Video für die Deutschen. Also ich bin auch Berliner, ich spreche Deutsch jeden Tag und ja, was auch immer. Es ist ungewöhnlich für mich, ein Video auf Deutsch zu machen. Ja, muss ich mich jetzt mal einfinden. Also würde ich am Anfang vielleicht ein bisschen Blödsinn reden oder was auch immer. Ich habe gerade den Shop refreshed oder. Ja, ich habe jetzt kein deutsches dafür. Refreshed. Und habe jetzt Sand. Ich muss auch die ganzen Würfel auf Deutsch. Hoffentlich heißt es Sand. Es muss Sand heißen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Würfel auf Deutsch heißen. Treibt Sand. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also, heute ist ein neues Update rausgekommen und wir haben vier neue Würfel, haben einen neuen Boss und ein neues System von Koop. Heißt es Koop? Kooperativmodus. Okay. Ja, dieses Einfinden. Also, den ersten neuen, den wir haben, ist Healing Dice. Okay, ist noch geblieben. Also. Habe ich schon bereits im englischen Video gemacht. Also, ich finde, dass dieser Würfel eine bessere Version vom Nuklear, heißt er so? Atomwürfel. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ein besserer Würfel ist als der Atom. Also, der Atom macht, wenn man den liest, macht er höhere prozentualen Schaden. Aber der Unterschied zwischen den Healing Dice und den Atomwürfel ist, dass der Healing Dice wie Monster töten kann. Und das kann der Atom nicht. Also der Atom kann natürlich auch Monster töten, aber dafür braucht er 5 Dots. Also 5 Punkte. Ja. Und der Healing Dice kann das mit einem Punkt. Also je nachdem, wie viel HP-Prozent er noch hat. Und der Nuke Dice zum Beispiel, jetzt von Monster nur noch 20% Leben hat und macht mit seinem ersten Punkt Fusion 20% Schaden macht er 20% von den 20%. Also, das tötet nicht. Das habe ich gemerkt bei den Bossen. Da habe ich eher einmal mit 60% angegriffen und einmal mit 40%. Und der Boss hatte noch sehr viel HP, also gegen den Knight. Und ja, ich glaube, der Knight heißt hier anders. Ich muss erstmal die ganzen deutschen Namen hier jetzt erstmal eingewöhnen. Und der Healing Geist ist gut für Koop, für längere Runs. Ich glaube, mit Combo ist es ziemlich gut, aber ich glaube, wenn man deinen Partner auch Atomic spielt, wird es einfacher sein, den Boss zu besiegen. Heute wird kein extra Video dazu geben, aber ja, der Healing, habe ich ja gesagt, ist sehr gut. Klon habe ich bis jetzt nur einmal getestet mit Healing zusammen. Das war mit meinem ersten Run, habe ich jetzt nicht. Habe ich aufgenommen, aber habe noch nicht hochgeladen. Ich könnte es rein theoretisch im Anhang von diesem Video machen. Lässt sich beschreiten. Ja, also Klonen. Nach einer bestimmten Anzahl von Angriffen beschwört ein Klon von sich selbst mit einem Punkt. Ja, wenn du ihn halt, wie ich jetzt auf Level Klasse 10 hast, braucht er nur 90. Und mit Power-Ups, also geht es runter auf 70. Also alle 70 Angriffe, die der macht, kommt ein neuer Klon-Dice auf dem Feld mit einem Punkt. Das klingt erstmal gut. Also, wenn du mit dem Deck spielst, musst du aufpassen. Du darfst dein Feld nicht zubauen. Also sonst ist dieser Effekt weg. Den Klon-Dice würde ich sagen, als zweiten DPS. Also der Schaden von Klon an sich ist nicht so stark. Zählt auch nur die schwächsten Gegner. Ja, lässt sich bestreiten. Ja, Klon Dice. Muss ich jetzt mal noch testen, ob das wirklich gut ist. Also es ist gut, aber wie gut es, in welchem Deck es am besten, ja, am effizientesten ist, diesen Würfel zu nutzen. Dann haben wir den OKI-10 Würfel. Hex einer des Würfel des Gegners. Wenn verschmolzen, die grundlegende Angriffszielwürfel heilt das Monster stattdessen. Seinen Schaden stützen.
Gewaltsam ermöglicht einen Würfel statt in. Ich habe keine Ahnung, was der Würfel macht. Die meisten Würfel kann ich nicht so gut reviewen, wenn ich die nicht habe. Ich muss die testen, um zu sehen, wie gut die Würfel wirklich sind. Also ich kann jetzt da durchlesen. Ja, das hilft mir nicht viel. Also den hier kann ich vielleicht besser verstehen. Der ist so wie den Lock. Blockierwürfel. Also ähnlich wie den Blockierwürfel. Bloß, dass du merchen musst. Also bei der Fusion, bei der Verschmelzung. Und Anzahl der Punkte, die der hat, blockiert da die Anzahl der Monster halt. Schaden ist nicht schlecht. 100 klingt eigentlich ziemlich gut. Weil der hier macht deutlich weniger, bin ich der Meinung. Nicht 100, sondern 85. Und das schon auf Klasse 12, also. Aber 100 ist auch nicht so krass, also, ja. Und der ist ja jede Sekunde greift er erst an. Aber auch nur bei der Verschmelzung lähmt er, also. Lässt sich überlegen, ob der hier wirklich besser ist. Wie gesagt, dazu brauche ich erstmal Tests. Okay, und, die Dauer, okay, die Dauer, ja, okay, das macht schon Sinn. Also, wenn du jetzt einen mit 5 Dot verschmelzt, Dings da, wird der für 5 Sekunden blockiert. Also, 5 Sekunden klingt erstmal kurz, aber im Spiel ist es schon etwas lang. Also, ja, also 6 Dots, 6 Sekunden und mit Power-Up geht's hoch. Also, 4 Power-Ups geht's da bis 5. Also hast du schon bei 1 Dot schon 5 Sekunden und bei plus 6, nee, plus 5, bei 6 Dots hast du dann 11 Sekunden. Das klingt nochmal schon mal viel besser. Und bei Class Up kriegst du, okay, 0,25 Sekunden, also ja, Class Up ist nicht so das Krasseste, aber besser als nix. Zum Beispiel Würfel wie Meta, wenn du Class Up machst, das bringt dir nix, das bringt dir nur ATK. Ja, ist nicht das Beste. Wir können gleich diese 5 Kisten öffnen. Die hatte ich jetzt bei den Testruns gemacht. Den neuen Boss. Ich habe jetzt kein Bild jetzt von denen. Ich call ihn einfach den Hacker. Oder hat er einen speziellen Namen? Schauen wir mal den Nachrichten. Der Boss. Boss. Jedenfalls. Ich sehe da jetzt bei den Update-Notes nichts von dem Boss, aber der Boss jedenfalls hackt deine Würfel. Und ich war am Anfang nicht sicher, was der Boss eigentlich macht. Aber dann habe ich realisiert, was macht der Boss macht. Er verringert deinen Schaden. Also, wenn er deine Würfel gehackt hat, bleiben die gehackt, auch wenn der Boss verschwindet. Also, wenn der Boss deine Würfel hackt, also er braucht eine Weile, bis er die hackt, dann versucht sie wegzufusionieren oder was auch immer, weil der Schaden von deinem Würfel wird minimiert. Ich weiß nicht um wie viel Prozent, aber deine Würfel machen weniger Schaden. Und die bleiben gehackt. Ja, wie gesagt, das wiederholt sich sonst. Und was das andere, was ich noch erwähnen wollte für den Update, sind noch zwei Dinge. Das erste ist das mit den Bosswellen. Also bis zu 60 ist alles normal. Nach der 60. Also du würdest denken, dass der Snake als nächstes kommt, aber das ist alles per Zufall. Also es kann, also wir hatten eine Runde gemacht und da kam der Snake, dann nochmal Snake, also hintereinander zweimal Snake und dann der Knight. Ja, das hat variiert. Ich glaube, die wollen halt ein bisschen aufmischen, weil die haben ja jetzt, sechs Bosse. Und man kann es jetzt nicht auf alle zwei Stages jetzt die Bosse machen. Also man könnte rein theoretisch schon machen, aber das haben die jetzt nicht gemacht. Die wollen es variieren, haben so ein Mix-Up reingepackt. Und ja, so ist es halt nun. Und das andere, was ich erwähnen wollte, in den Runden, die du spielst, siehst du jetzt bei dem Würfel einen kleinen Counter. Der zählt alle Punkte, die auf deinem Feld sind. Also nicht die Anzahl der Würfel, sondern die Punkte. Das heißt, wenn du einen Würfel hast mit 6 Punkten, zählt er die 6 Punkte. Das hilft. Dann sieht man, vielleicht übersieht man manchmal ein paar Würfel und dann sieht man, ach, ich habe noch einen Joker auf dem Feld. Merge ich mal. Und so weiter. Ja, das ist das Update von Random Dice. Und je nachdem, wie gut das Video ist, überlege ich, ob ich mehr Random Dice Video auf Deutsch mache.
Also zusätzlich, also es muss nicht so gut wie die englischen Videos machen, aber wenn es ein annähernder Weg ist, ja. Also ich werde das jetzt noch für die Woche machen und mal sehen, wie das so ist. Also ich habe jetzt aktuell Ferien, darum habe ich viel Zeit. Das sieht man auch in meinem Kanal, diese extra Videos. Hier Random Dice, da Yu-Gi-Oh!, da das Musik und so weiter und so fort. Also, das war's für heute und ciao. Komisches Outro. Fühlt sich komisch an.